Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitopia. Mit Günther. Diesmal nicht wieder mit Piri. Ich bin Baloui. Wieso mit Piri? Baloui. Oh, guck mal, er hat ein Geschenk gekauft. Oh, da sind wieder Beef. Wieso? Weil immer ein Neid entsteht, wenn irgendwer ein Geschenk kriegt. Schau mal, was ich gekauft habe. Aber vorhin kommt da immer Scheiße. Das wird dir gefallen. Also zum Beispiel eine Statue von ihm oder ein Bild von ihm oder. Manche haben schon sinnvolle Sachen bei mir gekauft. Guck mal, Konzert. Ja, ist klar! Ja, voll geil. Was weiß du denn, Welt? Wo stellst du das hin und wo trägst du es mit dir rum? Auf meinem Rücken. Im Ernst? Wieso hast du so viel Geld um ein Konzert? Weißt du, wie viel Konzertflüge kosten? Miri ist begeistert. Bestimmt 30.000, 50.000 Euro oder so für so einen blöden Flügel. Neue Freunde. Wo sind wir denn hier? Flüchtige Bekannte. Und dafür, dass sie sich so kurz erst kennt. Laura mag Miri und hast gesehen. Ich weiß gar nicht, wie die da immer an diese Fenster kommen. Wir sind im zweiten Stock. Und im Hintergrund siehst du noch die Pyramide. Wieso ist sie außerhalb des Gasthauses und wieso hängt sie vorm Fenster im zweiten Stock? Und wieso sehen die anderen sie nicht so offensichtlich, wie sie da steht? Seufz! Sie ist eifersüchtig! Nein, du streitest dich schon mit jemand anderem! Hör auf, doppelt zu streiten. Das hilft nicht. Ja, das schreit sich mit allen. Ja, was ist das für eine Streiterin? Da, nein, doch mal einfach. Nur die Reise ist scheiße. Komm schon! Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Das wird was. Ja! Lille für Dr. Skill. Who. Leider für Dr. Who. Oh, ein Nuckelfläschchen. Zuerst Ketchup und jetzt ein Nuckelfläschchen. Ich muss sagen, dieses Ketchup Spiel, fand ich besser. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme, solche Sachen zu nehmen. Diese okay. Waffen und so. Okay, das was wäre das Beschissenste und Seltsamste, was jetzt passieren könnte? Das machen wir. Was könnte man als Waffe nehmen? Was könnte man nicht als Lass Waffe nehmen? Lass uns mal in unsere Teeküche gehen bei Nintendo. Ich hab hier was. Ein Macho-Tress. Du hast als Frau ein Sixpack. Guck es dir an. Und auch an den Beinmuskeln und an den Armen. Welche Farbe? Du darfst aussuchen. Nein. Blau okay. Ist meine Lieblingsfarbe, weißt du doch. Und dann nehmen wir Blau. Okay. Passend zum pinken Mikro oder das so. Das passt sich aber sowas von. Dr. Who! Jetzt wird er wie Kirby. Jetzt sieht er aus wie der Weihnachtsmann. Das ist immer besser. Immer. Wie kann man denn das verwechseln? Also, das weiß ich bei dir aber oft. Wie kann man denn... Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe mich im Regal vergriffen. Bisschen unfähig bin ich dann schon. Vielleicht wächst daraus ein Anzug oder so. Vielleicht muss ich es auspacken. Oder in Wasser einlegen. Okay, weiter geht's. Du hast gar nicht so viel Bananen. 5 verschiedene Gefäße habe ich gesammelt. Yay! Yay! Wuhu! Sind wir schon da? Oh, muss jetzt nach oben. Guten Tag, ich bin Miri. Hallo. Hallo. Die beiden, die sich streiten, haben gar nichts gemacht. Nee, noch nicht. Attacke! Nee, doch nicht. Zeig doch jetzt mal bitte deine Technik. Du hast doch... Der ist zum Beispiel ziemlich cool. Was ist der Miezemätzchen? Krallenwerzen ist ziemlich gut, wenn du danach einen starken Angriff machen willst. Mach doch deine Krallenhieb da. Aber der Stift zieht mir 8 MP, den kann ich nur ein einziges Mal einsetzen. Ja. Wie schmeckt euch das? Oh, das ist so seltsam. Wieso ist die Milch grün? Miri blickt woanders hin. Kommt. Achtung! Hä? Ja, war ja klar. Das klappt. Zu 80% klappt es nicht. Oh. Was war denn das? Was war das? Wieso hat er gemacht? Wuhu, sie tanzen. Ja, dass dem Stein das nicht gefällt, das hätte uns allen klar sein können. Was guckst du so? Okay. Das ist nicht so. Und dann so, wuhu. Also wenn die sich streiten, ist nicht immer schlecht. Nein, das ist nur blöd. Ja. Ja, zünde mich an, das lohnt sich jetzt beim letzten Gegner, aber danke. Kabuz. Naja, immerhin kann der nicht nochmal angreifen, ist doch gut. Hätte er auch so nicht gekonnt. Dillidilli. Wuhu. Und dann ab. Zweimal. Zweimal.
Hier, Dr. Who und Redkopf. Oh, niemand hat was Neues gelernt. Ja, das ist immer traurig. Schon außer Atem ist Laufen seit 5 Sekunden. Weiß gar nicht, wie anstrengend das Laufen ist. Nicht so. Puppenpfeffer. Und Puppenpfeffer-Sternchen. Pfeffer ein Stern. Puppenpfeffer. Sind wir schon da? Sind wir da? Ich bin bereit. Oh, was? Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Hoch. Oh nein, du weißt schon, was passiert. Oh. Wer hat das Licht ausgemacht? Oh, er soll einfach die Augen aufmachen. Wo sind denn alle hin? Mach, was du willst. Ich geh nach rechts. Fall nicht in ein Loch. Oh, er ist nur hingefallen. Er hat was gefunden. Er ist über einem... Ist das, was du aus Versehen gekauft hast? Aber vor allen Dingen ist das so riesengroß und jetzt ist es aber immer wieder klein. Ich wette, das ist das, was er aus Versehen gekauft hat und das ist ihm aus der Tasche gefallen. Und warum ist er dunkel geworden? Ja, weil er doof ist. Wahrscheinlich ist es nur bei ihm dunkel geworden? Ihm ist die Brille wahrscheinlich vor die Augen gerutscht. Ja, okay. Hä? Wo bin ich? Hallo? Oh, da ist wieder ein Waffenfresser. Nein. Ja, gib an. Die Milch des Todes. Ja. Er hat ihn one-hitted. Das ist Was schon gut. Was ist los mit ihm? Ja, du bist schon Level 9, da wird es mal langsam Zeit, dass die One-Hitten zum Teil. Gleich kommt wieder die Stimme des Horstes. Toll, außer Pizza-Man. Laura, jetzt tanz nicht. Och, ich das, hab euch alle lieb. Das ist so dermaßen nervig. Und alle. Hallo, cooler. Trotzdem interessiert mich riesig nicht für Frauen. Toter Stein. Mir steht nicht auf Frauen, tut mir leid. Schon vorbei. Level up. Oh, ja, nicht ganz. Was, die kriegt jetzt die Bonus. Ja, da hat sie ihr Level up. Bitteschön. Bitteschön. Hier hast du dein Level Pling. Up. Was hat sie gelernt? Hast du was gelernt? Nein. Sie will dumm bleiben und dumm ja, sterben. Ja, was ist los mit dir? Ihr Kleid sieht leider grün aus und nicht blau. Ja, Hui. Das stimmt irgendwie. Huhu. Du hast 300 Leute gerettet. Wuhu. Ich mach das Horse. Ich bin ein Horse und ich vergrößere dir deine Sachen. Bla, bla, bla. Huhuhu. Das ist nervig. Habe ich jetzt einen Tinnitus oder bist du das? Na, ich habe nur alles heile gemacht. Mal, sie sind endlich wieder Freunde. Jetzt hör auf, das ist nervig. Das meinst nur du, das ist gar nicht nervig. Ich denke nicht. Spiele alle. Ja, also das sieht schlecht aus. Ich glaube, guck mal, ein Bengal-Catsuit. Sowas wie Piri. Ich wette mit dir 5 Euro, ich werde es nicht treffen. Weil mein Leben scheiße ist. Okay, ich treffe es. 5 Euro. Zu spät. Du kannst es nicht schon sagen, wenn das Ergebnis quasi fest ist. Ja, das stand noch nicht fest. Natürlich. Es hätte noch alles passiert, es war noch alles drin. Guck mal, voll cool. So wie Piri. Ein Bengal-Katze. Ja. Cool. Eine silberne Bengal-Katze. Ja. Die ist schick. Leider ist das Problem, dass das Kostüm irgendwie... Bestimmt wieder nicht lange hält, weil dann tust du jetzt was Neues kaufen. Und außerdem habe ich noch die pinken Handschuhe an. Oh, nein, ihr seid so blöd. Dafür kriegt ihr nichts zu essen. Das ist immer, wenn sie ein gewisses Level erreicht haben, wollen sie nichts mehr kaufen. Weil du von der Route her weiter bist als die Kleidung, die du brauchst für die nächste Route, glaube ich zumindest. Ich bin von der Route weiter als die Kleidung, die ich für die Route brauche. Ja. Das macht keinen Sinn, das müsste andersrum. Nein, andersrum. Ja, mein, ja, andersrum. Aber die wollen schon seit Ewigkeit, die wollten von Anfang an nichts kaufen. Ich hatte so viel Geld vom König und die so, nee, ich will nichts kaufen. Ich bin glücklich, wie ich bin. Ich bleibe nackt. Los. Nackt wäre cool. Auf ins Abenteuer. Abenteuer. Cool. Schön. Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Moral scheinen mir nicht nötig. Ja gut, wenn das reicht. Ja gut, Miri, wo hast du denn das gelernt? Ja. Irgendwo in einem Tutorial auf YouTube oder so. Ja. Moralscheinung, jeder sagt ein Wort. Ich bin Balori. Ja, okay, ist genug. Ist ein super Wort. Wir töten die Mumie. Tschüss, Mumie. Tschüss, Mumie. Hau die Mumie, bitte. Fehlschlag. Das ist so dumm. Nein. Jetzt hör auf, wir wollen nicht, dass die Kobra... Die sehen beide nicht aus, als könnten sie sich dafür begeistern. Ich sing ein Lied und das nervt alle. Die Waffe. Oh nein. Er hat mir den Fäusten zugeschlagen. Arbok setzt Hypnose ein. Alter, dass du so wenig aushältst, ne? Ich bin Miri. Ja.
Ja, und tschüss. Dafür mache ich mega Schaden. Ich muss ja nicht aufhören. Also ich finde den Forscher als Supporter mit einer der stärksten. Ja, der ist der Hammer. Der ist einfach viel zu krass übertrieben stark. Ja, der ist cool. Ja. Ich habe leider quasi niemand, der selber angreift, nur Miri. Miri ist die Einzige, die angreift, der Rest ist eigentlich eher Support. Ja, ohne reine Support-Team ist auch ziemlich doof. Das ist ein bisschen... Aber der Piekse-Piekse-Mann kann eigentlich... Ja, wobei, der war auch schwach. Aber der hat eine gute Fähigkeit eigentlich. Was machen wir? Achso, verteilen Bonus-Erfahrung. Bonus XP für alle. Du bist ein bisschen weit weg vom Mikro. Ja, ich wollte singen, deswegen mich nicht so anhören. Achso, damit man das nicht so hören muss. Ja. Das ist mir auch leid für alle. Ah, weißt du, ich krieg so viel Geld. Aber was soll ich damit tun, wenn keiner... Nachher kosten die Kostüme 2000 Euro pro Stück. Ja klar, wenn sich einer was kaufen wollen würde. Nee, das wirst du schon noch früh genug erleben. Ich will ein Kätzchen, Miri, du bist ein Kätzchen. Bist du doof? Ich will ein Kätzchen. Du musst dich vor allen Dingen jetzt gleich heilen. Gisela! Oh nein! Was passiert hier nur? Gramoklet! Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe den Buch aber schon bei mir im Let's Play gebracht. Oh wow, ich glaube, wir bringen einfach dieselben dämlichen Sprüche in unsere Let's Plays, oder? Das ach, ist das ist, ach, du ahnst es das nicht. Das ist Angela Merkel. Paper Mario und Angela Merkel. Nimm erst mal die Streuer auf dich, bitte, bevor du losgehst. Ja, ich war auch sehr überrascht, als Angela Merkel warum? Im Dorf stand. Das sieht auch noch original aus. Das sieht voll gut aus, ja. Richtig. Fange ich gleich mit Technik an? Ein Tattenhieb? Ja. Auf Angela Merkel. Ja, das macht auch schön Schaden. Jo. Die Hidnissen, Miri. Nicht. Was macht er? Das ist stark. Was soll ich tun? Das macht man viel mehr Schaden an ihm. Ihr. An Angela Merkel. Ja. Paper Mario sieht so doof aus. Ganz schön, ja. Sie haben ihn gewonnen. Er war schon low HP, deswegen musst du deinen Streuer mal öfters einsetzen. Aber ich habe nicht gesehen, dass er low HP war. Jetzt sind dann so, du bist doch schon da drin mit Streu doch alle. Aber wer ist denn noch krank? Miri! Okay. Jetzt haben alle genug. Wir was müssen. Ich wieder mit dem Ding, ich war doch mit dem Pfeiltast. Es geht viel schneller. Wir müssen sparen. Oh Gott. Du hättest ja auch Mana-Punkte gegeben. Ist egal, mach immer weiter. Ich will ja gar nicht in deinen Stil eingreifen. Was? Nein, schützt euch nicht. Paper Mario. Nein. Du könntest mich auch ruhig mal boosten, aber nein. Augenblick. Er boostet den, der dich keinen Schaden macht. Das ist die... Wow, Laura, tanz. Los, bring sie zum Tanz. Nein. Wir das haben ist so unnütz lieb. Immer. Was macht das denn? Das sorgt dafür, dass ihr mit ihr, guck, alle sind Level 7 in der Freundlichkeit mit ihr, in der Beliebtheit. Ah. Angela Merkel, das Schild ist ja auch. Streuer. Naja, und lassen fressen. Hier ist das MP-Bonbon. Nem. Und auf wen soll ich streuen? Auf den, der am schlimmsten dran ist. Warum ist der denn noch so low, der Streuer? Aber gut, war das auf dem Level wahrscheinlich noch. Humana-Punkte auf dich, da kannst du nochmal Kratze machen. Deswegen miete ich die Kratze-Katze. Sie hat mir was gezerrt. Wer? Tatsi, wir wollen jetzt wieder auf das Schwert. Weg damit. Wenn wir das endlich mal down kriegen, miau. Oh, dann boostet der nicht, weißt du, dann ist schon beliebt und du könntest angeben oder sonst ja, was machen. Nix macht der. Oh, wow. Oh, verdammt. Tschüss, Miri. Miri, du musst dir da hinten sitzen. Geh dich schämen. Das ist gut. Krass. Und es war so schwach. Und tschüss. Mein Herr, ey. Die machen ganz schön Schaden. Jo. Das kommt davon, wenn die Idioten sich keine bessere Rüstung kaufen wollen. Oh, Miri ist ja gut. Miri, mir geht gut. Jetzt hör doch auf zu kreischen. Ja, die will halt dein eigenes Team töten, wie du siehst. Ja, anscheinend schon. Okay. Sie ist nicht wirklich hilfreich. Immer wollen die zusammengreifen. Dafür hältst du mega viel aus, ne? Das stimmt. Miri, nee, lass mich nicht von dir schlagen. Nee. Nö. Nein. Oh. Nein, pass auf. Wuhu. Ja, ausgewichen. Das war es einmal in 100 Milliarden Jahren vorkommt. Richtig. Ich helfe dir. Und jetzt, was machen wir? Wir greifen zusammen an. Oh, das Schwert ist down.
Angela Merkel ist tot. Nein. Okay, das hat niemand gesagt. Nein. Niemand hat das gesagt. Nicht Angriff. Benutze deine Technik. Ich kann meine Technik. Oh doch. Wann ist das? Wann ist das aufgeheilt? Als du hinten in der Chill-Out-Zone warst. Chill-Out. Ja, na, super. Bonbons ist schon okay, wir kommen nur klar. Das Schild ist eh nicht mehr so stark, glaub ich. Ja. So ein Kampf ist echt hart. Wie entspannt. Ach, er sammelt sich MP. Kicher. Nicht Miri pieksen. Okay, gut. Boah. Der macht so wenig Schaden, der Junge, Alter. Bin ich unterlevelt? Du musst deinen Typ aus der Ruhezone zurückholen. Ist er geheilt? Sonst fehlt ihm nachher eine Runde. Hast du doch gesehen! Nee, hab Attacke, ich nicht. Attacke, Attacke. Ich war damit beschäftigt zu gewinnen. Oh, Laura. Oh. Diese hohle Nuss. Das war fies von dir. Was soll man sagen? Die Mies waren immer irgendein Scheiß. Richtig. Ich bin ein Mies, mach was ich will. Also ich muss sagen, ich mag Popstar nicht ganz so gerne von der Klasse her. Ja, bei mir war das Basti. Ich musste ihn lieb haben. Oh. Alle sind noch hart. Das ist cool, wenn im Kampf das voll kriegen, kriegen wir voll AP. Ja, yeah, ich weiß. Impuls. Tschüss. Oh. So ein Kampf ist echt hart, ja. Und ja, kannst du schon rausholen. Ah, diese. Oh, Krankenbesuch. Gute Besserung, weil man dafür auch in einem Kampf definitiv Zeit hat, einen Krankenbesuch zu machen. Guck mal, wir sind alle fast vollgeheilt wieder. Oh Mann. Flüstert ihm was ins Ohr. Und dafür hat er ihn geschlagen. Ja. Wir machen das zusammen. Yay. Das ist cool, wenn das passiert hat, weil sie Stufe 6 überholt haben. Miau. Oh ja. Oh, was jetzt? Sie rastet ja gerade voll aus. 52. Ja, schön. Ja, das war jetzt ein bisschen traurig. Aber als Supporter muss man, glaube ich, nicht so viel Schaden machen. Wir haben es geschafft. Yay, wir haben Angela Merkel und Paper Mario. Ein Schankedön. Ja, dass sowas Paper Mario sagt, ist ja klar, ne? Das sieht aber auch original aus. Hurra, ja. Hurra. Okay, das ist ein Zitat, das ist ein Originalzitat. So krass, dass man das einfach wiedererkennt, ne? Nur ein paar Kratzer. Von Miri wahrscheinlich. Miri hat wahrscheinlich alle gekratzt. Strengt euch mal an. Oh, wow. Gib's dir. Ja. Ich mache schließlich den Schaden im Team, also kriege ich auch die Bonus-XP. Das sind so Essen, die kriegst du einmal und nie wieder. So Schildkratin und Schwert Sushimaru oder Sushimaru. Hier geht's mal wieder nicht weiter. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Hallo, das ist eher mein Stil. Du musst. Oh nein, das hat bei mir auch gesagt. Plumperam. Nein, das war falsch. Das war Plumperam. Plumperam. Oh, was tut er denn da? Du musst das. Hör mich an, du Heldin Miri. Was? Eile zur Türe in dieser Riesenpyramide. Es muss Pyramidi heißen. Was um alles in der Welt? Du drehst gerade ein bisschen durch. Hä? Was war das? Es fühlt sich an, als würde ich von einer fremden Macht kontrolliert. Was? Aber vielleicht triffst du damit sogar den Nagel auf den Kopf. Wie meinst du das? In Pyramiden gibt es sicher lauter Geister, die gerne von anderen Besitz ergreifen. Das sind ja tolle Aussichten. Ah, schon wieder. Vergiss nicht die Türe. Finde diese neue Pfade, möge sich öffnen. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Das war besonders wie ja. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Plumperöperöm. Das ist ein bescheuertes Wort. Hashtag Plumperöperöm. Mach das Horses. Jetzt sind wir MP-Bonus effektiver. Wuhu! Dankeschön. Flieg bei Bananen auch, falls du es noch nicht gekriegt hast. Horst. Liebe ist in der Luft. Liebe! Dua. Sie sind jetzt flüchtige Bekannte. Können warnen. Also, da kommt was. Vorsicht! Funktioniert eh nie. Selten. Selten. Oh, die wollten sprechen. Da ist Gesprächsbedarf. Ja, endlich. Ein Geschenk! Nee. Wieder ein Konzertflügel? Oder vielleicht heute ein ganzes Reihenhaus. Glaubst du, er kauft was Gutes oder Scheiße? Ich bin für Scheiße. Ja, ich bin immer für Scheiße bei diesem Spiel. Hier ein Geschenk für dich. Und? Danke, Tön. Wow. Die hatte mein Opa früher immer.
Das hat das er bestimmt diese, auf dem Boden den gefunden. Scheiß Taschentücher, die man immer wieder ich benutzen weiß, muss und die dann gewaschen werden. Und wenn, die, wenn dann der das Opa ist eine Woche, toll. Ich glaube, Woche das war Sarkasmus. Eine Woche nicht gewaschen. Ja, okay. Jetzt haben alle abgeschaltet. Es tut mir leid. Ja, mir nicht. Bleibt da. Wir reden nicht mehr von ungewaschenen Taschentüchern. Ich will ja nur wissen, ob einer von den Zuschauern das auch noch kennt. Oder ob das heute sowas von aus ist. Ja, das ist ja voll eklig. Ja. Aber du musst was tun eigentlich. Oh nein. Er will sich, ach, glaubst du, er kriegt es diesmal hin, sich das Richtige zu kaufen? Leider ja. Als Strafe dafür, dass du dir ein Pünktchen-Outfit gekauft hast, kriegst du das jetzt in Pink. Kann man nicht Outfits überspringen, man muss doch nicht alle hässlichen Sachen mitnehmen. Okay, gut, aber Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne morgen wieder ein. Oder bei Baloui, der auch Miitopia spielt, aber mit anderen Charakteren, aber mit dran, YouTubern. Ich bin auch schon viel zu weit. Und er ist viel das, weiter, das der spoilert voller Spoiler. Euch. Guck lieber bei Miri weiter. Guck bei Baloui. Nee, ich soll bei dir weiter gucken. Bleib schön feurig. Mach gut und bleib schön feurig. Tschüss. Das ist auch mein Wohnbesalat.